Klütermann mit dem Block, aber der Nachruf. Möglichkeit für Michael Bayer. Und das Tor zum 9:7. Und so sagt es, Bansko macht sich das Leben hier selber schwer. Indem sie den Torwart nicht überwinden können, das in die Torwart anwerfen und damit Warnemünde haben wieder rankommen lassen auf 9:7. Und auf geht's. Was muss man dann mitbringen, um ein Handball-Nachwuchstrainer zu werden? Das ist ja, man geht ja mit Kindern um, also das ist ja schon eine pädagogische Aufgabe, die man da übernimmt. Was muss man dafür mitbringen? Pädagogisch ist für mich ganz sehr wichtig, dass man mit den Kindern reden kann, umgehen kann. Man darf in dem Bereich sei man nicht so aggressiv sein, wie man einer Männermannschaft zum Beispiel gegenüber tritt. Natürlich muss man. Was soll man noch mitbringen? Ich sag mal, ein guter Handballer ist kein guter Trainer, aber ein guter Handballer kann auch, sagen wir gerade im Nachwuchsbereich, als Trainer arbeiten. Ich habe selbst Handball gespielt, ich habe mir aber viel zu selbst angenommen. Und ja, Sie sehen das ja bei Michael Wutzke, es funktioniert auch bei uns. Wenn man ein, zwei Jahre irgendwo mit einem Trainer zusammenarbeitet, da lerne ich. Und das ist ganz wichtig. Man kann nicht jetzt kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwelche Kinder trainieren, das kann nicht funktionieren. Gut, dann haben wir jetzt Mario Seider doppelt erfolgreich zum 10:11:7 für die SG Bansko Lenzen, während das Tor von Patrick Peters nicht gezählt wurde. Und das war jetzt ein Fuß, aber Klütermann dazwischen und der Konterlauf. Der Bansko-er Hendrik Strauß erfolgreich. Zeit 4 der Treffer in dieser Partie, 12:7. Ja, man sieht jetzt in den Spielen, die wir gesehen haben, sehr unterschiedliche Trainertypen. Birger ist eher ein Mensch, ein Trainer, der an der Seitenlinie steht und quasi mitspielt. Du warst eher ein Trainer, der doch eher ruhiger an der Seitenlinie saß. Du kennst Birger auch noch als Spieler. Hättest du eigentlich zugetraut, dass er so aktiv ist als Trainer während des Spiels so? Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich freue mich für Bürger, dass er das alles so umsetzt, dass die Mannschaft bei ihm mitzieht. Ich habe nicht daran geglaubt, dass das alles so funktioniert. Ich meine, Bürger ist ein Spieler. Ich meine, er fiebert auf der Bank genauso mit, ob es im Stehen oder im Sitzen, wie ich es auch gemacht habe. Und als Spieler, sage ich mal, kurz das Tor, Michael Bayer mit seinem dritten Treffer zum 12:8. Ich sag, Bürger steht an unserer Abwehr. Er sagt der Mannschaft, welche Kombination sie jetzt spielen. Habe ich auch oft mitbekommen. Und das finde ich gut. Ja, es klappt gut. Daniel Bach mit seinem ersten Treffer in dieser Partie 13:8. Man hat es eben gesehen, den Angriff davor gesehen. Wenn wir schnell nach vorne spielen, die einfache Tore erzielen, wie gesagt durch Hendrik, eben durch Daniel, machen wir uns das Spiel viel, viel leichter. Aus dem Positionsangriff heraus, wir sehen es jetzt schon wieder, aus dem Positionsangriff heraus haben wir es wirklich schwer. Na gut, man kann auch so einmal verwerfen. Ja, der war aber auch, da hatte auch Tibor Hamann hatte da den Fuß dran und von da aus gegen Pfosten. Aber an sich schön ausgespielt
von den Bandskoletzern, von Schneidewind, der jetzt hier auf der rechten Angriffsseite Platz eingenommen hat, da Marco oben doch etwas angeschlagen ist. Und es ist schön zu sehen, dass Schneide, du hast ihn ja selber noch trainiert, nach der langen Verletzungspause doch so wieder reingekommen ist in die Mannschaft. Ja gut, Schneidi hat sich aber lange, auch nach seiner Verletzungspause, zurückgezogen. Er hätte ein bisschen früher wieder einsteigen sollen. Und er war früher mal für mich ein sehr guter Spieler, technisch begabt. Kleinere technische Probleme bei uns bereinigt. Und jetzt Auszeit genommen durch die SG Banskoletzen. Durch Bürger Frind, was versucht er damit jetzt zu erreichen? Wir haben noch 5 Minuten bis zur Halbzeit. Ich denke mal, wir sind in Unterzahl, wir haben eine 2-Minuten-Strafe. Er stellt die Mannschaft erst nochmal ein, weil sie da eine Wachmanndeckung nehmen, was sie spielen sollen, um zum Torerfolg zu kommen. Ja, letzte Saison hat es gut funktioniert, da haben sie immer Warnemünde klar gewonnen im Heimspiel gegen die SG Banskoletz, da sie eben Daniel Bach relativ frühzeitig aus dem Spiel nahmen. Kann das hier auch funktionieren, wo man jetzt mit Klütermann einen anderen Shooter noch auf der anderen Seite hat? Ich denke mal, uns kann es egal sein. Wenn sie Daniel rausnehmen, wird da Lars da sein und auch Marius Seider da sein. Weil, auch wenn sie beide rausnehmen sollten, sind unsere Spieler, gerade Marius, sag ich mal, technisch sehr gut bewandert, um auch im 1-1, sag ich mal, zum Torerfolg zu kommen. Ja, dann wollen wir uns das jetzt mal angucken. Letzte 4,5 Minuten laufen. 13-8. Daniel Bach, wir sehen das, nimmt sich völlig aus dem Spiel, geht an die Mittellinie zurück. Welche Möglichkeiten hätte ich noch, wenn man so in die Manndeckung geht, genommen wird? Ja, gut, man kann ihn auf Außen stellen, ankreuzen, für halb holen. Man kann ihn am Kreis stellen, aber geht er am Kreis, nehmen sie Lars raus. Oder man macht jetzt, man holt wirklich einen 9 Meter, sag ich mal, und stellt für Daniel, wie es jetzt im Prinzip passiert ist, Torerfolg. Ja, das war der zweite Treffer für Daniel Bach. Und Richard Voss mit seinem zweiten Treffer zum 14-9. So, jetzt kann Banskoletzen wieder auffüllen, ist wieder voll und man nimmt die Manndeckung gegen Daniel Bach wieder raus. Und das war klasse rausgekämpft von Christian Klatt, aber dann muss der Ball natürlich drin sein von Marius Seider. Du kennst das Gefühl selber, aus deiner Trainerzeit temporärer Tabellenführer zu sein in der höchsten mecklenburgischen Liga. Nimmt man das eigentlich so richtig wahr oder ist das einfach nur, nimmt man nur die Euphorie von den Spielen mit, die man gewonnen hat? Gerade in der Anfangszeit. Ich sag mal, man soll immer von Spiel zu Spiel denken. Wir haben jetzt den 5. Spieltag. Wenn wir das heute gewinnen, 10-0 Punkte. Es werden auch Niederlagen für uns geben. Wie gesagt, was ich auch schon gesagt habe. Wenn wir irgendwo Verletzungspech haben und den Riesenkader haben wir ja nur auch nicht. Man sieht es ja heute auch. Da kann man auch irgendwelche Spiele verlieren. Aber wie gesagt, ich wünsche der Mannschaft, dass sie unter den ersten 5 kommen. Das wäre die beste Platzierung, seitdem wir, sag ich mal, Oberliga spielen oder jetzt MV-Liga. Sie sollen Spaß haben. Deswegen, ich sage Ostsee-Spreeliga, es ist ein Reiz. Bürger spricht auch viel davon. Es ist ein Reiz, aber ob man die Mannschaft nachher findet, sag ich mal, die dann am Sonntag
nach Cottbus fährt um 16 Uhr, um da zu spielen, denke ich mal eher nicht. Weil ich sehe, dass die Mannschaft hier Spaß hat und so soll es auch bleiben. So, jetzt 7 Meter, schöne Aktion von Marius. Und es kommt trotz des Verworfenen wieder 7 Meter Spezialist Hendrik Zapp. Ja, man soll jetzt nicht jedes Mal, wenn man einen Verworfen hat, wechseln. Ich sage, Hendrik, du kennst ihn ja selbst, du hast ihn oft genug gesehen. Den ersten wollte er ein bisschen zaubern und ich denke mal, den wird er jetzt galant reinmachen. Da spricht der wahre Handballkenner. Und Robert Schneidewind da sauber dazwischen, auch wenn es Einwurf gibt für Warnemünde. Die Aktion sollte ihm Auftrieb geben. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich wünsche Robert, dass er auch mal wieder schön ins Spiel reinfindet. Vor allen Dingen, dass er auch mal links außen für Hendrik mal spielt. Tut mir leid, dass Marco heute verletzt ist hier. Die Gründe kenne ich jetzt nicht. Kann ich sagen, Marco ist gesundheitlich angeschlagen, also strich erkältet, Grippe und vorsichtshalber rausgenommen. Ja, ist doch alles richtig, was Bürger macht. Meine, wir führen hier 15-9. Ist alles. So, dann auf geht's, zweite Hälfte. SG Wanskulezen SV Warnemünde 15-9 ist der Spielstand. Und wir sehen auf der rechten Außenseite jetzt wieder Marco auf seiner angestammten Position. Aber das erste Tor fällt für den SV Warnemünde. Christian Stammke mit dem 15-10. Und die erste Möglichkeit für Marco Omer bleibt dabei hängen. Bleibt beim 15-10, schlechter Pass nach vorne. Und Versuch Nummer 2 für Marco Ohm. Und er hat den Blick für den Mitspieler Hendrik Strauß. 16-10. Fünfter Treffer bereits für Hendrik Strauß in dieser Partie. An der Seitenlinie sehen wir nur auch Roberto Wulff, der sich da warm macht, eine weitere Alternative. Und Hendrik Strauß mit erneut im Konter. Tor Nummer 6, 17-10. Und Hendrik Zapp mit dem Block. Und Lars Lüdermann wird da gehalten von Richard Voss. Es gibt Freiburg für die SG Wanskulezen. Und Warnemünde versucht es jetzt, um beide Außenspieler rauszunehmen.